herzlich willkommen zum neuen Drescher-Vlog. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was steht heute auf dem Programm? Sommergerste. Eigentlich sollte heute noch Weizen dreschen, aber irgendwie hat der noch 17%. Wird heute wohl nichts mehr. Vielleicht morgen. Ich hoffe es jedenfalls. Schau mal. Aua. Ja, danke schön. Jetzt einmal gestochen. Aber kein einziges Korn draussen. Na gut. Drei. Oh. Ah, also gut. Ja. Den Kranner sind schon drin. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Kann sein, dass wir ein bisschen schärfer dreschen müssen, weil... Ihr habt es jetzt gesehen. So weniger man reiben muss. Geht immer gar nicht. Umso weniger man reiben muss. Ja, ja. Und so einfach ist es zum Ausdreschen. Also starten wir unter unser Prozedere hier. Man sieht es jetzt wieder so super toll. Ja gut, so ist ein bisschen besser. Danke für den Tipp. So Kleinigkeiten denkst du irgendwie nie, das ist so gemein. Sommergerste. Ja, wird sich das noch einlegen, gleich hier kommt. Einstellung läuft. Das stellt er sich auf 900, 1200 Bläser, Dreschkorb 10. Ja, ja, der Sender verschmutzt. Den habe ich schon 10 Mal putzen, weil das wird einfach nicht besser. Ah, jetzt fahren wir mal mit der Standardeinstellung auf Glas los. Schauen wir mal, was passiert. Ach, bevor ich es wieder vergesse, schöne Grüße gehen an Konsti raus, ne? Wenn das siehst, ne? Gestern mir noch deine zwei Videos reinzogen, ne? Lustige Sache da, ne? Fast noch das Strohleitblech vergessen. Da hab ich schon gedacht, oh je, jetzt hat er gleich ein Problem. Aber er hat's noch, er hat mal dran, ne? Dran gedacht. Fand die cool. Also wer auf Mega steht, Glas Mega, da kann man bei Konsti die Clips reinschauen, ne? Der erklärt's fast so gut wie ich. Bin jetzt gemein. Alles gut, alles gut. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Tja, jetzt haben wir heute nur die zwei Gerststücke, also das und das dahinter am Buckel. Da. Mein Gott, ist halt so. Machen wir jetzt halt nur mal 5 Hektar oder 3 oder wie viel das jetzt sind. Morgen nochmal 8 oder 10 der Weizen. Ich bin ja schon das meiste gegangen da unten. Schauen wir mal. Kollegen, soll ich vielleicht noch aushelfen mit dem 440er? Ne? Da klemmt es auch im Urlaub irgendwie. Und, ne. Aber ja, mehr ja, jetzt kein Stress zu sehen. Also, die ist ja echt relativ entspannt zum Fahren, muss ich sagen. Also, komm. Jetzt so Stil. Ich vergesse echt jedes Mal. Ich soll echt mal eine mitnehmen. Das einmal hier Botanik entfernen und dann wäre gut. Dann ist Ruhe. Mal für ein paar Jahre. Ja.
übertrieben schlecht gehen tut sie mal gar nicht, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick.
versuche ich das. Nachher geben wir morgen noch ein wenig Fett. Diesel. Dann ist der Tag auch schon wieder rum. Ich bin mal pünktlich zum Abendessen heim. Das gefällt mir irgendwie alles noch nicht so ganz drin. Steht jetzt da eine schon wieder. Ja, das ist halt, wenn es so zauderig liegt, das ist so ein Kack. Schräg, ihr macht jetzt auch nichts. Man ist gerade noch auf.
Auto. Fahrer druckt hin. Gut. Das, was jetzt im Tank landet, sieht doch schon mal viel besser aus. Quietscht jetzt da. Fahren, weil das jetzt alles ein so durcheinander liegt da. Ein wenig aufpassen, da strichst es gerade wieder aus. Oder ist halt trocken drunter. Mann, das ist jetzt ein Nachteil, wenn du Wind im Rücken hast, gell? Das kriegt man nicht mal mit der Ehre über Akku, ich glaub's ja nicht.
Viertel voll, 70er. Jetzt musst du sie mal kommen, sie jagen. Aber jetzt ist es auch schon egal.
jetzt blöd hergelegt. Ja, seht ihr, der aber die Streifen schon an Bord, aber ich krieg's trotzdem nicht immer. Ja, das ist schon blöd. Sauber, ne? Naja. Schauen wir gleich mal, ob man der Austausch auch hundertprozentig ist. Und dann schaue ich mal nach dem Akkustand. Da würde ich sagen, schmieren wir nachher den Mähdrescher noch weg ab. Und da gucken wir weiter, ne? Streifen. Auch nicht wirklich gehen. Na gut, wollte ich gleich mal gucken. Können wir es gerade rausnehmen? Ist das der Hydrostart? Ja, natürlich bin ich alles andere als witzig. Der so Geräusche macht. Ah ja. Da ist noch ein wenig Weizen drin, ne? Warte, auch mal, da staubt auch schon alles voll. Eieieiei. Man sieht bestimmt noch ein wenig Dussichter. So, gehen wir mal gucken. Wir haben ja Zeit heute. Leider Gottes, ja. Also. Da nichts drin, das ist nicht so überall auf dem Kletter. Ja. Staut die ganze Zeit. Warum? Der Hebel ist doch draußen. Alles raus da, wer keine Miete zahlt. Machen wir später. Das ist da immer staut. Ach, deswegen staut es da immer. Ah nein, da ist ja gar keiner dran. Ich dachte, da wäre jetzt noch. Das ist der da. Das ist ja. Ja. Ist halt so. Egal. Kriegen wir schon. Da seht ihr das Typ, die legen zwar am Boden, die kriegen wir alle nicht. Das kannst du total vergessen. Das ist jetzt schon brutal tief eigentlich, ne? Das ist jetzt eigentlich, das ist schon Lagerschnitthöhe, ne? Also da wäre ja 13, da wäre nochmal 20 da oben irgendwo, direkt oberhalb vom Schuh, ne? Da wäre 13 glaube oder 12. Das ist schon das Minimum, was wir runterkommen, ne? Aber jo, Stroh, ja. Kurzes Stroh halt, ne? Aber das ist jetzt nicht übermäßig. Ne? Also schon, man könnte gleich mit der Drehstrom runtergehen, aber es ist ja eigentlich schon ja, trocken, ist staubtrocken. Ja. So zur Ehre. Ne? Das ist halt das Problem, wie ihr seht, so wie es da aussieht. Ne? Das liegt. Wenn man den Teppich schon aufnehmen kann, dann geht es, aber wenn nicht, dann. Ja, man sieht es hier, ne? Hier ist die Schnitthöhe. Jetzt kriegen die Ehre aber vielleicht noch ein wenig angelupft, wenn sie schön runterkommen. Ne? Wenn man jetzt da dagegen fährt, müsste es eigentlich gehen. Naja. Gut. Also schaut mal soweit ganz gut aus. Muss ich mal nach der Zugschnecke schnell was gucken.
Naja, ich glaube, der eine Finger, da ist auch ein bisschen krumm, da drüber fehlt einer. Naja, da, eben da schlägt sie mal an, ne? Seht das? Hier ist... Muss ich mal aufpassen, dass es weit genug draus ist, sonst... Aber die neuen Platten sind schon am Hof, beziehungsweise am Stützpunkt. Die kommen dann rein, aber das sei ein bisschen Murks, die reinzubauen, deswegen... Machen wir es nicht mobil. Wir können ja so fahren, ne? Blech ist eh schon am Arsch, da kannst du nicht mehr kaputt machen. Also, ja, schauen wir mal schnell auf den Akku-Stand. Zeig an. Ach du Schande, der ist schon gleich leer. Okay, dann nehme ich noch die andere GoPro. Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich zum Schmieren wieder. Bis später. So, also. Hey, ist aber gar nicht schön hier. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schmieren. Schmieren. Machen wir mal alle auf. Vielleicht überwinden wir das Trauma ja dieses Jahr mit der Schmiererei. Jetzt machen wir mal alle 50er, alle 10er. Und ja. Ja, das sind eigentlich so die gängigsten, weil die 100er, ja, die sind dann schon wieder. Also, vorher gesagt immer, wenn die geschmiert sind, dann ist eigentlich gut. Weil. Ei, da kommt noch Zeug oben. Ja. Also auf der Seite ist ja nicht ganz so viel. Dann kann man da reingucken. Ah, da hinten sind auch welche. Schnell Verschluss. Gut, also. Oh Gott, was du ganz lumpter Rüstung. Ah ja, also da sind überall welche versteckt, da seht ihr das ja schön, ne? Ich glaube auch ein, jawohl, das ist praktisch am Handschuh, da kannst du einfach drüber wischen. Das ist auch schon nicht die ganze Pfote. Andererseits ist es auch nicht schlimm, aber ist ja nur fett, aber muss ja nicht sein, oder? Jetzt muss ich da unnötig einsaugen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich meine, dass ich gerne einsaugen, kann ich es ja gerne machen. Also fangen wir auf der anderen Seite an, auch noch das Schneidwerk. Jetzt müsste eigentlich reichen, ich kann noch ganze Patronen drin liegen, habe ich gesehen. Das müsste eigentlich locker reichen dann. Ja, da sind wir wirklich mal gucken da oben. Da sind ein paar Lampen, dass man da irgendwo einhängt. Da ist jetzt gerade wieder blöd. Ja, da geht's. Da geht's. Macht auf die Tür. Ey. Mir ein Staubstabi unbedingt nötig. So, nachdem wir jetzt hier seht, da ist noch eine Patrone. Naja, fühlt sich mal gut an. So, wo fangen wir an? Am besten oben, oder? Am besten oben. Ist das, da ist ein 100er irgendwo versteckt, aber das ist jetzt mal. Da mal da ist ein 50er, das sind beides 50er wahrscheinlich, nehme ich an, da. Das ist da 4. 4 Stück. Da ist auch einer der Runde. Jetzt machen wir mal hier da. Ups, oh Gott. Jetzt sind von der Leiter fliegen. 1, 3, 4, 5, 6. 6 müsste dem Regel voll lange. 1, 3. Oh, der war aber leicht. Mal lieber ein wenig mehr.
gut geschmiert, ist halb droschen. Gelle. Also vier. Vier gebe ich mindestens. Schon wieder hinlose. Das ist nicht Sinn der Sache. Das ist ein 100er. Das ist ein 100er. Das sind da hinten noch. Das ist auch ein 100er. Das ist ein 100er. Da unten hat es noch einen 50er. Mal da oben gucken. Da oben noch was entdeckt. Was versteckt das? Was machst du da? So. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Lümmel? Da ist er. Gut. Haben wir aber noch einen. Oh je, da war schon lange kein Mitral. Jesus, sieht da. Ja, da hinten. Was haben wir denn da Schönes? Jetzt kommt er wieder besser. Hätte er ordentlich geschmiert. Das macht man, hört man es auch nicht. Wenn das Fett rausdruckt, deswegen. Wie Sau der Karten. Was willst du machen? Ne? Der Hammer schon. Wow. Yep. Die Abteilung da schon mal erledigt. Nächste Abteilung. Let's have a look. Ja. 100er. Das sind ja alles bewegte Teile da, gell? Deswegen ist das gerade alles ein bisschen. Da ist ja nirgends einer. Da ist ja nirgends eine. Das ist, glaube ich, okay. Darüber jetzt nochmal, aber das ist noch 100er. Also, ich brauche mal 50 neu zu schmieren, das wäre ein wenig übertrieben. Extra wahrscheinlich auch nicht, den haben wir eigentlich so gut wie nicht im Einsatz. Einmal haben wir ihn jetzt gehabt, das war ja auch nur eine Viertelstunde, das ist ja. Schlüssel holen und hier schauen. Ah, gut, ein kleines Wein können wir mir geben. Beide sieht den Hub oder so. Und dann ist gut. Mal auf hier.
Oben ist es fest. So. Hui. Alle Mann in Staub hier. Ja, super. Boah. Ja, danke schön. Also da wird der Hexlader, wie ihr seht, da kann man auch den Riemen tauschen, wenn man langsamer laufen lassen muss. Das wird jetzt ganz geil hier. Das ist die erste Scheiße. Ah, Free Diver. Weg mit dir, Klump. Jetzt habe ich gerade den Kompressor abgebaut, verdammt ich nochmal. Doch zum Kotzen ist das Taubenstau, das ist auch immer so brutal da drin. Der Windkund von da. Wobei. Und da aus der anderen Richtung. Oh gut. Ja, genau. Ach, scheiß Gerste. Das ist ein Weizenstaub, aber Gerste. Das vom Spreuverteiler so weit da hoch. Das ist ja Wahnsinn. Der wird da nicht gedenkt. Ja gut. Ja, jetzt eigentlich was anderes vor. Also jetzt haben wir das auch noch schnell ein wenig super gemacht. Gut. Ja, da war jetzt kein Schmiernäppel, gell? Ach, da ist er. Da ist der Lausbub. Da ist er ja. Da ist er, der Lausbub. Ich wusste doch, dass da was ist, dass da was sein muss. Hinter der Achse müsste, glaube ich, auch noch einer sein. Jetzt den Kopf nicht anschlagen. Kamera anschlagen, ist egal. Ja. Das fährt hier wie nichts, das ist klar. Ah, das sind auch ein 100er. Okay. Ja gut. Wie viel hätten es zugemacht? Wenn es schon so lange nicht gemacht ist. Aber wahrscheinlich ist es zugemacht auch ein 100er. Die Dinger da. Ja, muss man die Anleitung nachschauen. Mal in der Anleitung noch nachlesen, liegt ja auf dem Karre. Dass ich da nichts vergiss. Ja, gut. Halb so wild. Jupp, kommen wir auf die Seite. Und ist mit denen irgendwas zum Schmieren da? Nein. Aber da war was, gell? Ja, da war doch was. Ja, die braucht sicher noch eins. Gut. Und da. Ja, drückt es schon raus. Da ist auch noch eine versteckt. Zum Glück sind sie markiert, du. Ja gut.
abchecken. Gut, jetzt habe ich eigentlich sie eingeschmiert. Das wäre jetzt nicht lustig. Aber auch egal, man kann sie auch putzen. Da bist du auch noch ein 50er. Ja, aber sonst sieht es hier auch. Jetzt doch mal so wenig 50er, aber ich denke, es wäre mehr. Okay. Jetzt hat man es gehört. Jetzt hat man es gehört. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ach, das war ja auch ein 100er gewesen. Das Ding ist gerade erst da. Ich denke, das hintere Schild wäre für beide Seiten. Ah, gut. Also hätten wir die Baustelle auch erledigt. Das waren jetzt mal nicht so die 50 Konzerne, dass wir im Schneidwerk noch gucken. Im Schneidewerk. So, theoretisch der Haspel oben müsste was sein. Hier müsste irgendwo was sein. Das ist auch ein 100er Fachum. Der Haspel dreht den ganzen Tag. Gut. Der Schneider sind glaube ich alles 100er. Nichts mit Gelenkwelle. Gelenkwelle habe ich jetzt kein Fett hier, weil das ist immer so eine Sauerei. Da scheiden sich auch die Geister. Ja. War da oben noch einer? Alter. Also, das Meter schon fahren wir noch Turner. Gute Turner sein. Nope. Alter, gut. Auch schon wieder erledigt. Ja, da drin noch welche. Ja, da drin noch welche, ich glaube. Ich glaube, es sind 100er. Also macht man nicht alles für euch. Ja. Für mich. So. So. Ja. Wieder. So verrammelt wie das halt schon ist. Ja, ein 100er genau in die Seite. Klappen wir es mal schnell auf. Das Einlegeblech. Egal, ist jetzt nicht tragisch. Ist nicht tragisch, jetzt ist es schlimmer angehört als es ist. Wenn wir jetzt eh schon da sind, machen wir doch gerade wieder so. Das ist ja alles nicht gut, was da drin rumschwirrt. Wenn wir jetzt eh schon da sind, kommt jetzt raus, was keine Miete zahlt. So. Hier da auch. Wir haben da drin nichts verloren. So, jetzt mal mit dem Gerste-Scheiß-Trick. Na ja, yeah, wird's Luft nicht schlecht.
genau her, da kommt das mäßig gut her. Der Antrieb, dass der eben super ist. Schlimmer als es ist. Du musst gerade recht her. Ich weiß gar nicht, ob das bei der neuen Schneidejacke besser ist. Ich muss nur hoffen. Ich muss jetzt hier irgendwie rauspieren hier. Scheiß Dreck da. Ah, blasen wir doch jetzt schon. Scheiß Ding. Dann noch ein Fett. Und ich würde sagen, dann ist auch mal gut. Da, was gehört. Alla gut. Ja. Mal das auch erledigt. Gut, wieder aus muss der Biene. Verschwendet. Ersatzfingerle. Ja, die kann man vielleicht rein. Ich könnte die mal noch einbauen. Mal gucken. Aber jetzt nicht in der sengenden Hitze mittags sitzt. So, also hätten wir das für heute auch wieder erledigt. Das ist noch vorne, nein! Das muss noch vorne, nein hier. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mal gucken, dass das noch passt. Hoppala! Meine Fresse. Das ist immer so ein Alarm, so rumgehauen hier. Ja, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Das da sieht ganz schlecht aus. Das da sieht schon mal ganz schlecht aus. Dann gehen wir hier da oben. So in etwa. Den hier ziehen. Jetzt ist der noch richtig oben. So. Zusammengebaut. Also nichts für zart beseitete. Sicherungssplint wieder rein. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ne? Hip, hip. Jetzt ist doch da irgendwo mein Schlüssel abgekalt. Da ist er. So. Also jetzt haben wir mal wieder ein bisschen geschmiert. Haben wir das auch mal wieder gesehen. Diesmal hat es sogar funktioniert, ohne dass wir ihn so unterbrechen. Und ja. Also morgen gehen wir in Weizen. Ich lade jetzt wieder die Kameras auf. Beziehungsweise die Zähne, die war ja heute Morgen nur halb voll. Schon auch wieder vergessen, ich stecke. Da muss ich mal noch einen anderen Akku kaufen, das ist der Standard-Akku. Weiß auch nicht, nicht so der Hit. Oder die Speicherkarte ist einfach zu groß, da passt viel drauf. Naja, egal. So, also. Bauen wir wieder zusammen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn noch was ist, schreibt gerne eine Anregung da in den Kommentaren. Ne? Gucken wir mal quasseln. Oder noch
wir vorgehen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann im nächsten Video im Weizen wieder. Macht's gut, treibt's wild, gell? Adios!